Gute, jo. Was gibt's hier zu sagen zum Spiel? Ich glaube nichts, ne? 6-1 auf die Fresse bekommen. Zum Glück kein Brasilien. Dann gibt es wenigstens weniger Memes. Erinnert mich auch irgendwie an das Spiel. Ja, Saison 2013. 2014. Übrigens, BSG Chemie, ne? Zu sagen. Also Chemie Leipzig. Und Frankfurt Trikot. Ja, wie gesagt, 6-1. Damals auch gegen bei Berlin gewonnen. Hallo Licht bitte, Dankeschön. Ja, das ist gar kein Straßenlaterne, ne? Aber ihr hört mich ja. Das 6 zu 1 auch dort verloren. Aber auch geile Stimmung gehabt. Auch heute mega Stimmung, auch nach dem Spiel noch. Generalprobe für Supercup. Total misslungen. Aber hey, Generalproben vor einem Auftritt müssen misslingen. Das war es ja immer schon so. Auch bei meinen Theater-Auftritten, das war ein Botstein. Von daher passt das. Nehmen wir so hin, lieber am ersten Spieltag auf die Fresse bekommen und dementsprechend dann, ja, was soll ich sagen, danach alles rocken. Von daher passt das schon definitiv. Klar, ich meine, man muss nicht reden. Bayern hat das Spiel verdient gewonnen. Gerade in der ersten Halbzeit, wir hatten null Zugriff. Die standen frei ohne Ende. Müller, klassischer Müller, wäre gewesen, wenn er den Ball im Fallen noch irgendwie reingemacht hätte. Aber Fehlschuss, ja, der Saison wahrscheinlich schon. Der passt davor zu ihm, muss man aber auch sagen, war scheiße. Aber wie gesagt, mir hätte es nicht gewundert, wenn er irgendwie hingefallen wäre und der Ball da irgendwie reingekullert. Ansonsten, wie gesagt, erste Halbzeit nichts zu sehen. Zweite Halbzeit ja besser. Gerade wo wir das Tor gemacht haben, haben wir die Bayern schon so mit 10 Minuten, 15 Minuten richtig gut bearbeitet, muss man schon sagen. Und von daher, ja, kann man auf die zweite Halbzeit vielleicht aufbauen. Die erste Halbzeit, wie gesagt, totale Katastrophe. Geht halt gar nicht fit. Ich habe mich tierisch aufgeregt. Auch dass sie dann nie in die Gasse gespielt haben oder so Linie gespielt haben. Ey, das geht gar nicht. Das spielt doch einfach. Wie oft hätte man Doppelpass spielen können und den einfach auf dem Flügel einfach mal schicken? Nein, es ging nicht. Ich war tierisch aufgeregt. Und dementsprechend, ja, wie gesagt, Bayern gewonnen. Verdient. Schiedsrichter hat mich auch ein bisschen aufgeregt. Daran lag es nicht. Aber dass er so Kleinigkeiten komisch gepfiffen hat. Ja. Das hat das Ding aber dann noch nicht fett gemacht, sondern hat mich einfach dann nur noch mehr aufgeregt. Ja, was soll man sagen? Wir reden, glaube ich, morgen nochmal im Detail drüber. Dann gibt es ja genauso genügend. Morgen Livestream weiß ich noch nicht. Weil ich noch Wäsche machen muss und alles drum und dran. Sachen packen, bisschen vorbereiten. Vielleicht mache ich dann die Konferenz. Und kein Dortmund-Spiel, aber das Dortmund-Spiel wäre schon geil, ne? Ich schreibe mich ja länger an. Das wird schwierig mit vorproduzieren. Das wird noch richtig, richtig stressig morgen und übermorgen. Weil Montagmorgens geht es schon los. Und dementsprechend ist es Kacke. Oder ich produziere. Ich kann nichts mehr produzieren. Irgendwie im Urlaub. Aber vielleicht doch Berlin. Den Blick auf Berlin kann ich noch im Urlaub machen. Das wird vielleicht noch gehen. Also irgendwann. Aber kein Orakel. Die Orakel muss ich produzieren. Und da ich erst meine meine Grafikkarte höchstwahrscheinlich morgen bekomme, wenn es klappt. Voilà. Also wie erwähnt, meine Grafikkarte erst morgen, eventuell übermorgen bekomme, wird es dann mit den Orakeln sehr, sehr schwer. Ich kriege wahrscheinlich nur wirklich meine Eintracht-Orakel hin. Vielleicht mache ich noch irgendein anderes, aber mehr kriege ich nicht hin. Jetzt mache ich noch die Transfers, noch hin und her wechseln muss. Und das geht mir auch schon auf die Nüsse. Und dann mal schauen, wie es passt, weil FIFA startet mir noch gar nicht mal ohne Grafikkarte. Spinnt rum. Schauen wir mal. Aber das wird es gewesen sein, ne? Bayern, wie gesagt, gewonnen. Spiel zum Abhaken und wir rocken jetzt trotzdem die Saison.
Saison, ne? Arrivederci. Bis dahin und ciao, ciao.